die revolutionäre Änderung im Weltbild steht. Wir werden aber sehen, dass das dem nicht wirklich gerecht wird und dass das keineswegs erstens einmal das einzige sehr stark unser Weltbild ändernde Werk war. Noch und zusätzlich ist es natürlich auch eines, das nicht das erste und das letzte war. Ja, aber ganz kurz zum Werk selbst, also 1543 ist es erschienen in seinem Todesjahr. Es war, um es zusammenzufassen, das erste mathematisch korrekt formulierte heliozentrische Weltbild, also mathematisch formuliert. Es hat vorher natürlich Vorläufersysteme gegeben, wo man im Wesentlichen nur die Geometrie betrachtet hat. Was ist innen, was ist außen, was ist weiter weg und so weiter, solche Dinge. Aber wirklich quantitativ mathematisch formuliertes heliozentrisches Weltbild. Da war es das Erste. Mit diesem heliozentrischen Weltbild konnte er viele Willkürlichkeiten des alten geozentrischen Weltbilds leichter erklären. Nur ein kleines Beispiel, warum ist der Merkur und die Venus immer so knapp an der Sonne? Warum sieht man den nicht auch in der Nacht? Ne? Das ist komplett willkürlich in einem geozentrischen Weltbild. Warum kleben die so an der Sonne? Bei einem heliozentrischen Weltbild ist es ganz einfach einsichtig, die kreisen innerhalb der Erdbahn und dadurch kommen sie natürlich nie weit weg von der Sonne. Einen großen Makel hat aber das heliozentrische Weltbild des Kopernikus gehabt. Ist auf Kreisbahnen fixiert geblieben. Da hat er sich nicht von den alten Ideen da lösen können. Der Kreis ist die ideale Figur. Und das hat bewirkt, dass er letztlich die Bewegungen der Planeten nicht gut vorhersagen hat können. Also das, mit dem man eigentlich überprüfen hätte können, ob das irgendwie stimmt, ne? Diese prognostische Kraft, die war relativ schwach und die hat dann wiederum so Hilfskonstruktionen wie Epizykel und Exzenter gebraucht, die auf den Ptolemäus zurückgegangen sind. Also es war eigentlich ein sehr altmodisches, realisiertes Weltbild. Der Schlüsselsatz dieses Werks habe ich hier gelb unterschrieben auf der rechten Seite: in medio vero omnium residet sol. Das ist die Kernaussage. Im wirklichen Zentrum des Ganzen sitzt eben die Sonne und drumherum sind die Planeten angeordnet. Ja, aber mit dieser Sicht, selbst mit dieser heliozentrischen Sicht, war er nicht der Erste, das hat es vorher schon gegeben. Und in der Form, wie es er präsentiert hat, 1543, hat es auch nicht lange Gültigkeit behalten. Gehen wir in der Geschichte ein bisschen zurück. Frühe Weltbilder, da sind wir teilweise auch angewiesen auf vorschriftliche Kulturen, wenn wir uns wirklich weit zurückbewegen wollen. Da sind wir teilweise auf Spekulationen angewiesen. Wir haben oft nicht eindeutige Interpretationen, wie die Menschen das wirklich gesehen haben, wenn sie etwas zum Beispiel in Form dieser Himmelsscheibe von Nebra dinglich fixieren, was das wirklich sein soll. Ich werde zu dem kurz noch was sagen, zu der Himmelsscheibe von Nebra, aber was man generell sagen kann, und da schließe ich sowohl die Zeit vor der Schrift, auch die frühe Zeit danach ein, dass man eine Vergöttlichung der Natur im Allgemeinen findet, in vielen Kulturkreisen. Es ist oft die Bedeutung, die Interpretation der Bedeutung von irgendwelchen himmlischen Abläufen wichtiger, als dass man das genau beschreiben kann, mathematisch zum Beispiel, oder dass man weiß, was kommen wird, die Prognostik, ist weniger wichtig, ja? Sondern es geht um die Bedeutung. Ne? Welche Rolle spielt die Sonne? Ne? Sie nähert uns heute, sie gibt uns Kraft von mir. Solche Dinge sind wichtiger, als genau zu wissen, wie lang ist ein Tag oder warum ist die Taglänge verschieden innerhalb der Jahreszeiten? Solche Dinge waren nicht so wichtig im Allgemeinen. Interessant auch, und da möchte ich eben gerade, darum habe ich die Himmelsscheibe von Nebra hier genommen, dass man viele Zeugnisse findet von Kulturen, die relativ weit voneinander entfernt sind, die ähnliche Interpretationen ganz offensichtlich getroffen haben und die sogar oft die gleiche Symbolik verwenden. Schauen wir uns ganz kurz diese Himmelsscheibe von Nebra an. Die schaut ja aus wie so ein frühes Smiley-Gesicht mit den zwei Augen hier und unten dem lachenden Mund.
Das war die falsche Interpretation wahrscheinlich, sondern diese kreisrunde Scheibe ist wahrscheinlich der Vollmond, könnte auch die Sonne sein. Naja, die Sichel ist ziemlich sicher die Mondsichel. Dazwischen sieht man so eine dichtere Sternenansammlung, so ein kleines Wölkchen. Da geht die gängige Interpretation darauf, dass das die Plejaden sind, also das Siebengestirn der Plejaden. In dem konkreten Fall halt sehr einfach dargestellt, aber weil man das in anderen vergleichbaren Kulturen auch so dargestellt findet, ist diese Interpretation ziemlich sicher. Und warum passt es jetzt zum Mond oder der Sonne oder dem Vollmond dazu? An diesem Siebengestirn ziehen diese Himmelskörper regelmäßig vorbei. Die ziehen durch das sogenannte goldene Tor der Ekliptik. Und im Jahreslauf, im jahreszeitlichen Lauf kann man daraus auch etwas ableiten. Was sieht man noch? Auf der rechten und auf der linken Seite sieht man so goldene Bögen. Auf der einen Seite ist dieser Bogen verloren gegangen, auf der linken Seite, auf der rechten ist noch da. Interessanterweise ist das der Winkel des Vollkreises, in dem am Produktionsort dieser Himmelsscheibe von Nebra die Sonne auf- und untergehen kann. Das scheint sehr willkürlich jetzt auf diesem Bild, hat man aber sehr genau vermessen und das passt relativ gut. Ich habe da eine andere Skizze, wo es besser ist. Und unten so einen gefiederten Bogen, wenn man genau schaut, sieht man so kleine Dinge an dem Bogen. Das ist eine Sonnenbarke. Und das ist jetzt irgendwie das dreidimensionale abgeleitete geometrische Weltbild, das man aus dieser Himmelsscheibe ableiten kann. Man hat diese zwei Bögen vorne rechts und hinten weiß links. Das sind diese Bereiche, wo die Sonne auf- und untergehen kann. Da über diese Region in Deutschland, wo man die Scheibe gefunden hat. Oben am Himmel eben den Mond in zwei Formen oder eben die Sonne auch, die Plejaden. Und auf der Nordseite die Sonnenbarke. Diese Sonnenbarke hat die Funktion, dass sie, wenn der Mond oder die Sonne untergehen, während der Nacht dann die Sonne auf die andere Seite transportieren. Und das ist jetzt eben ein Beispiel für eine ähnliche Symbolik, für eine ähnliche Himmelsinterpretation beim altägyptischen Weltbild. Das ist ein bisschen älter, hier 2500 vor Christus, diese Darstellung hier. Da sehen wir, die Naturkräfte, die Himmelskörper sind direkt als göttliche Wesen realisiert. Der Erdboden ist durch den Gott Geb dargestellt, der da am Boden liegt. Darüber zieht sich der Himmelsbogen, die Göttin des Himmelsbogens ist die Nut. Dann haben wir dazwischen den Gott der Luft, den Meshu. Und jetzt außen, außerhalb dieses Himmelsgewölbes, zieht Re seine Bahn auf eben so einer Sonnenbarke und hat unterm nächtlichen Himmel bewegt er sich unsichtbar auf die andere Seite, damit er wieder aufgehen kann. Das heißt, wir haben also diese himmlischen Abläufe, in keinster Weise werden die da irgendwie mathematisch, prognostisch diskutiert, sondern man versucht zu erklären, warum dieses Ding so ist. Ja? Warum gibt es diese Abläufe? Weil göttliche Wesen da oben halt existieren und das Ganze am Laufen halten. Also die Sonne selbst zieht da drüber, in der Nacht ist sie verborgen, hinter eben der Nut. Und das ist eine recht persönliche Darstellung jetzt des altägyptischen Weltbildes. Ja? Da ist kein Anspruch jetzt groß dahinter, das jetzt im Sinne eines heliozentrischen oder geozentrischen Weltbildes etwas geometrisch zu erklären. Da findet man eigentlich keine Hinweise darauf, dass das relevant wird, sondern man versucht dem ganzen Ablauf eine Bedeutung zu geben. Vergöttlichung der Natur, habe ich schon gesagt, keine mathematische Beschreibung. Damit in einem gewissen Gegensatz steht das uns vertrautere alte Weltbild, nicht das altorientalische Weltbild. Wenn wir euch da aus der Genesis zitieren darf, dann sprach Gott, ein Gewölbe entstehe mitten im Wasser und scheide Wasser von Wasser. Gott mache also das Gewölbe und schied das Wasser unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des Gewölbes. So geschah es und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und es wurde Morgen, zweiter Tag. Sie kennen die Zeilen ganz sicher. Da haben wir eine geometrische Beschreibung der Welt eigentlich. Ja? Eine geometrische Beschreibung der Welt. Die Himmelskörper, die Welt selbst, Erde, Boden, Firmament, ist nichts Göttliches,
sondern das alles ist von einem Gott erschaffen und auch am Laufen gehalten, könnte man sagen. Ja? Also Sonne, Mond, Sterne und auch die restliche Natur, das sind plötzlich keine Götter mehr, sondern das sind relativ physische Elemente, um dieses Wort vielleicht ein bisschen falsch zu verwenden, die der Schöpfung unterworfen sind, die diesem einen Gott unterworfen sind. Das steht in einem ziemlichen Unterschied zu den meisten anderen religiös interpretierten Weltbildern, wo also quasi die Objekte in dieser Welt, die man so sieht, sehr oft direkt göttlich interpretiert worden sind. Und zum Beispiel, also ein Beispiel aus der Bibel, dass die Sonne eben dem Gott gehorcht. Das ist quasi, die Sonne ist ein Geschöpf wie wir. Ja? Ein Geschöpf wie wir. Da habe ich mehrere Zitate aus dem Alten Testament genommen. Ich werde nur eines vorlesen. Damals redete Josef mit dem Herrn. Dann sagte er in Gegenwart der Israeliten, Sonne, bleib stehen über Gibeon und du, Mond, über dem Tal von Ajalon. Und die Sonne blieb stehen und der Mond stand still. Also wie ein Geschöpf, ein normales Geschöpf, gehorcht die Schöpfung eben, auch die himmlischen Körper, dem Worte Gottes. Das ist ein ganz, ganz anderer Zugang. Und dieses zweite Bild von Hiskia mit Jesaja, da geht es genau um die gleiche Geschichte. Dass man, dass die Sonne Gott untertan ist, dass er diesen regelmäßigen, verlässlichen Lauf der Sonne, nachdem man normalerweise die Uhr richten kann, weil wir haben hier eine Sonnenuhr, eine Treppensonnenuhr abgebildet, diese Treppensonnenuhr kann rückwärts laufen. Auf Geheiß Gottes natürlich, weil das eben die Sonne kein göttliches Wesen ist, sondern eben ein Geschöpf. Parallel zu diesem altorientalischen Weltbild hat sich aber im griechischen Raum schon eine sehr geometrische, wie auch wiederum fast sagen, fast frühphysikalische, mathematische Weltbildkonstruktion herausgebildet. Die Leute sind mehr herumgekommen. Ein Beispiel, ja, es hat eine erste Afrika-Umrundung durch die Phönizier gegeben, unter dem Pharao Necho zum Beispiel. Die haben bemerkt, die Sternbilder ändern sich, wenn man in den Süden fahren. Es wurde, Mondfinsternisse wurden beobachtet. Man hat gesehen, der Schatten der Erde bei einer Mondfinsternis ist immer durch einen Kreisbogen begrenzt. Der Aristoteles hat festgestellt, dass man bei einem Schiff, das auf dem Meer zu uns zukommt, sieht man zuerst den Mast und dann erst den Rumpf. Das waren alles Interpretationen, die ab 600 vor Christus, und das ist dann natürlich ausgefeilt worden, 300, 400 vor Christus, dass die Erde eine Kugel ist. Da war plötzlich nicht mehr die Scheibe oder etwas, was man überhaupt nicht interpretiert hat, sondern die Erde ist ganz offensichtlich eine Kugel. Also das hat sich ab dann eigentlich durchgesetzt, sage ich mal, in der gelehrten Welt, insbesondere der griechischen und dann weiter vor der griechischen Antike. Und das hat sich gehalten. Also dieses Bild, die Erde ist eine Scheibe, dieses Bild, das wir oft vom Mittelalter zum Beispiel haben, auch noch, das ist in keinster Weise das Mehrheitsfähige in der gelehrten Bevölkerung gewesen, sondern die Erde war eine Kugel, schon Jahrhunderte vor Christi geboren. Das geozentrische Weltbild, das ist ja auch eine Konsequenz, wenn man die Erde als Kugel darstellt, dann muss man sich überlegen, wie stehen jetzt relativ zu dieser Kugel Sonne, Mond und die Sterne. Das ist eine logische Konsequenz. Und da ist es nur logisch, dass man diese Kugel sozusagen fortsetzt nach außen. Weiter draußen gibt es ja dann sogenannte Kugelschalen und etwa 350 vor Christus ist eben dann parallel zu dem Verständnis der Erde, dieser Kugel, auch das geozentrische Weltbild formuliert worden. Dass eben zuerst der Mond und dann die Planeten und zwischen den Planeten eben die Sonne um die Erde kreisen auf diesen Kreisschalen, wie man das bezeichnen wollte. Das Ganze wurde sukzessive auch mathematisiert. Die Griechen haben ja schon eine recht weit entwickelte Mathematik gehabt. Ptolemäus hat also 150 nach Christus schon ein sehr, sehr genau mathematisch ausformuliertes geozentrisches Weltbild gehabt und hat damit auch vorhersagen können, wann die Planeten wo stehen. Er ist auch schon draufgekommen, das geht sich mit so einzelnen Schalen nicht aus,
weil die Planeten bewegen sich da nicht gleichmäßig, sondern braucht auch so Hilfskreise, Epizyklen und Exzente, auf die ich jetzt da nicht eingehen will. Also das, was der Kopernikus dann fürs heliozentrische Weltbild gebraucht hat, das hat der Ptolemäus schon knapp nach Christi Geburt für das geozentrische entwickelt. Und dieses geozentrische System wurde dann weiterentwickelt, immer besser in der Mathematik, in der Prognostik, und im 15. Jahrhundert hat es den letzten Höhepunkt erreicht bei der Wiener Schule der neuen Mathematik, der neuen Astronomie der Zeit unter Beuerbach und Regiomontanus. Das geozentrische Weltbild hat eine sehr klare Hierarchie der Orte, nämlich auch eins, das man theologisch interpretieren kann. Man hat in der Mitte die Erde, ja, und darüber haben wir dann irgendwann natürlich die Luft, klarerweise, auf die Elemente will ich jetzt gar nicht eingehen, dann haben wir den Mond, dann die Planeten, und außerhalb des geozentrischen Weltbilds ist der erste Beweger, ist Gott. Das heißt, die Erde und noch mehr das Erdinnere ist der Ort der maximalen Gottferne. Das heißt, das Aufsteigen nach oben führt uns näher zu Gott. Und je tiefer, wenn man runtergeht, das passt dazu, Höllenbild unterhalb uns ist quasi da ist das die maximale Gottferne. Also man hat eine klare Hierarchie, und das ist natürlich eine sehr praktische Sache beim geozentrischen Weltbild gegeben. Ich habe hier zwei Animationen, wie man sieht, dass dieses System, wie man sich das vorstellen kann, wie die Planeten da um die Erde kreisen, in einer Darstellung aus dem frühen 17. Jahrhundert, aus dem Andreas Cellarius, das habe ich jetzt schon mitgebracht. Wenn man das genauer betrachtet und sich jetzt die Bahn eines einzelnen Planeten, wie hier den Mars, hernimmt, dann sieht man, dass das aber komplizierter ist. Also der Mars ist diese rote Kugel, und der kleine Punkt, das ist der Mittelpunkt seines Epizykels. Ja? Wo er drum kreist. Also die Bewegung des Mars, damit er so ungleichmäßig am Himmel ziehen kann, braucht eine kompliziertere Formulierung. Und das ist natürlich ein bisschen ein Stachel in der Beschreibung gewesen. Auf die Griechen geht zurück auch schon die ersten Dimensionen unseres Weltbildes. Also um etwa 250 vor Christi, ja, hat Eratosthenes ja schon den Erdumfang bestimmt mit etwa 40.000 Kilometern, damals noch in anderen Einheiten, in ägyptischen Stadien, was eine große Leistung ist, aus dem Schattenwurf von Obelisken und an Schatten in einem tiefen Brunnen in Syene, also Alexandria in Syene, hat er den Umfang bestimmt. Und Aristarch von Samos hat aus dieser Umfangbestimmung auch schon abgeleitet, wie weit ist der Mond weg? Wie groß ist der Mond relativ zur Erde? Das kann man auch wiederum, wird zu weit fehlen, aus relativ einfachen geometrischen Beobachtungen, insbesondere bei Mondfinsternissen, ableiten. Das heißt, Aristarch von Samos ist draufgekommen, der Abstand Erde-Mond, das hat er noch nicht gut ausgerechnet, aber halt hinreichend, um zu sagen, der Mond ist relativ weit weg. Er ist circa 10-mal so weit weg, wie die Erde groß ist. Also der Mond ist nicht so etwas wie die Wolken da oben, die so knapp über der Erde drüber ziehen, sondern der ist 10-mal so weit weg, wie die Erde Durchmesser hat. Und der Durchmesser des Mondes ist circa 40% der Erde, also so ein großer Körper. Ja? Und er hat auch diesen Abstand zur Sonne abgeschätzt, mit etwa 180 Erddurchmessen, und sein Resultat waren, das ist eine wichtige Sache, die Sonne ist 7-mal so groß wie die Erde. Ist natürlich falsch, ja? Das wurde stark unterschätzt. Aber er hat rausbekommen, die Sonne ist viel größer als die Erde. Und das war für Aristarch von Samos das Hauptargument gegen das geozentrische Weltbild. Weil wie kann denn diese Riesensonne, die viel größer als die Erde ist, um die Erde kreisen? Da ist es doch viel logischer, dass die Erde um die Sonne kreist. Also mit solchen Plausibilitätsargumenten hat er damals ein relativ gut motiviertes heliozentrisches Weltbild entworfen, das nie übrigens in Vergessenheit geraten ist. Und das auch Kopernikus kannte und alle Gelehrten dazwischen. Also eine ganz interessante Sache. Es hat natürlich alternative Geometrien gegeben zum heliozentrischen und zum geozentrischen Weltbild. Manche haben gemeint, naja, die ägyptische Hypothese, Merkur und Venus umkreisen die Sonne, aber die Sonne mit diesen zwei Planeten kreisen dann wieder um die Erde. Wir haben es da auf der rechten Seite dargestellt.
Es hat pyrozentrische Weltbilder gegeben mit einer Gegenerde, wo in der Mitte ein Urfeuer ist, ja, und die Sonne quasi da unabhängig davon um dieses Urfeuer kreist. Also da hat es verschiedene Weltbilder gegeben, die in weiten Kreisen eigentlich bekannt gewesen sind und einfach nebeneinander gestanden hat. Aber dominiert hat natürlich das aus der Alltagserfahrung plausible geozentrische Weltbild, weil das ist unsere Alltagserfahrung, die Sonne geht auf, geht unter, man spürt nicht, dass die Erde rotiert, wir spüren nicht, dass die Erde um die Sonne herumfliegt. Also aus der Alltagserfahrung spricht alles gegen diese anderen Weltbilder. Das haben sich nur die Wissenschaftler, sage ich jetzt einmal so, einfallen lassen, weil es damit halt die Welt besser erklären können. Aber im Alltag ist das Geozentrische schon das Bessere. Nun, kommen wir zurück zum Kopernikus, wo wir ausgegangen sind. Der Kopernikus, und da habe ich ihn jetzt auch animiert dargestellt, schreibt ganz bewusst in seinem Werk, er will das Ganze gar nicht physisch interpretieren, er möchte nur die Abläufe im Himmel mathematisch einfacher beschreiben. Ja? Und das geht halt mit geringeren Annahmen im heliozentrischen System, weil eben dann zum Beispiel, habe ich gesagt, Venus, Merkur immer nah an der Sonne sind. Und das wird dadurch alles natürlich erklärt. Das haben wir ja bei dieser Animation jetzt auch hier gesehen. Also er hatte nicht den Anspruch einer physikalischen Welterklärung, sondern eine mathematische Hypothese, mit der man gut rechnen konnte, ja, gut ausrechnen konnte, wo die Dinge sind, wie sich die Planeten bewegen heute. Die Akzeptanz war relativ schnell, es hat keinen großen Widerstand eigentlich in der kurz nach Kopernikus gegen sein Werk gegeben, war dem Papst gewidmet, Papst Paul III. Gewidmet und wurde gut rezipiert, muss man wirklich sagen. Die Kritik ist erst später gekommen. Also das war dann die Zeit beginnendes 17. Jahrhundert, Stichwort Galilei-Prozesse, da ist die Kritik dann groß geworden. Weil da, und da wird auf der nächsten Folie zu sprechen kommen, da ist dann mehr um die physikalische Weltbeschreibung gegangen. Wir finden ein Zeugnis für diesen Rezeptionswechsel bei uns in unserer Ausgabe des Kopernikus-Werks. Wir haben mehrere ja in Österreich und wir haben an der Universität Wien mehrere Erstausgaben. Und in einem Werk, das ist reich beschriftet, da sehen wir die Rezeptionsgeschichte. Was haben die Leute darüber gedacht, was sie da gesehen? Was hat sie bewegt? Und da habe ich rauskopiert einer der schönsten Beispiele in dem Werk, wo was dazu geschrieben wurde. Es wurde auch viel durchgestrichen oder ergänzt, aber das ist eine Interpretation des Werks. Und zwar, ich nehme an, Sie können es lesen, ich habe es dann aber auch noch transkribiert, dass das leichter ist, aber ich sage es jetzt schon mal, mit der Autorität und dem Zeugnis der Heiligen Schrift argumentiert. Also Autoritas et Testimonium ex sacra scriptura wird hier argumentiert. Und ich blende jetzt hier schon einmal die Transkription ein, wenn man die leichter lesen kann. Da wird von einem unbekannten Kommentator, das wissen wir nicht, aber das Werk war zuerst im Jesuitenbesitz. Also unser Werk hat von der Provenienz her, haben es die Jesuiten gehabt, also kann man vermuten, dass es aus dem Umfeld kommt, wurde hingeschrieben. Ich übersetze das jetzt sehr frei. Also Deus ad aquam dixit. Also Gott sagte zum Wasser, bewege dich Wasser. Movere aqua, ja? Bewege dich Wasser. Und dann sagt, was du mit den Fischen da geschehen soll und so weiter. Und dann der zweite Punkt, et Deus dicit, producat terra. Und dann hat Gott gesagt, produziere Erde. Ja? Und jetzt der wesentliche Punkt, non dicit movere, est enim terra corpus immovens. Er hat nicht gesagt, bewege dich zur Erde, weil die Erde ein unbeweglicher Körper ist. Das ist doch spannend. Da wird also mit der Autorität und dem Zeugnis der Heiligen Schrift, ja, argumentiert, es wird da so halb ein bisschen aus der Vulgata zitiert, nicht ganz genau, dass Gott eben dem Wasser geheißen hat, es möge sich bewegen, die Erde möge aber produzieren, sich nicht bewegen. Das ist ganz spannend. Das findet man in der Form heute nicht mehr, wenn du die Einheitsübersetzung
anschauen, dann haben Sie nicht dieses Begriffspaar, dieses Gegensätzliche. Ja? Das ist also eine spezielle Interpretation natürlich, die hier verwendet worden ist, um aus der Offenbarung die Offenbarung über diese wissenschaftliche Erkenntnis zu setzen. Das heißt, woher kann ich Erkenntnis beziehen? Aus der Naturschau oder eben aus der Offenbarung? Und das ist der Gegensatz, den man dann zum Beispiel in den Galilei-Prozessen gesehen hat. Also dieser Gegensatz, woher gewinne ich Erkenntnis? Aus der Offenbarung oder aus der Naturschau? Und kann quasi die Offenbarung, die Naturschau stechen? Was sticht, ne? Und klarerweise hat sich da dann gespießt, wenn man dann halt der Naturschau zugehangen hat. Und das hat natürlich Galilei gemacht, das hat die ganze 17. Jahrhundert, ist ja geprägt durch das Experiment, durch das Lernen von der Natur. Kepler hat das dann genauso gemacht. Das heißt, man hat dann die Natur als Richtschnur genommen, die muss ich korrekt beschreiben. Und hat die Offenbarung jetzt nicht verwendet. Also man hat nicht verwendet, dass der Gott in der Bibel gesagt hat, die Sonne möge stillstehen. Ne? Das war ja eines dieser Argumente. Wenn die Sonne stillstellen soll, heißt es ja, dass sie sich normal bewegt. Und das heliozentrische Weltbild geht ja davon aus, dass die Sonne stillsteht. Ne? Also diesen Widerspruch hat man versucht, eben nicht mehr wahrzunehmen in der wissenschaftlichen Interpretation. Es hat dann noch ein gewisses Ringen gegeben zwischen der Zeit des Kopernikus und dem Kepler durch Tycho de Brahe. Man hat sich alte Weltsysteme wieder angeschaut. Tycho de Brahe hat diese ägyptische Hypothese wiederbelebt. Sie erinnern sich, die Erde im Zentrum, die Sonne wird von Planeten umkreist. Der Brahe hat dann nicht nur die Venus und den Merkur um die Sonne kreisen lassen, sondern er hat dann alle Planeten um die Sonne kreisen lassen, außer die Erde. Und die Sonne ist mit der ganzen Planetenschau um die Erde gewandert. Na, Sie können sich vorstellen, ein sehr kompliziertes Bild. Aber er wollte halt damit die Erde ruhend im Zentrum lassen. Ja? Von dem hat sich dann Kepler nicht aufhalten lassen. Kepler hat zwar die exzellenten Beobachtungen des Tycho de Brahe, insbesondere seine Marsbeobachtungen, genommen, hat aber dann, da sehen wir nochmal eine animierte Darstellung dieses hochkomplizierten Weltsystems des Brahe, wo man die gelbe Sonne um die ruhende Erde in der Mitte fliegen sieht und alle anderen, nur der Mond kreist da so direkt um die Erde, ne, und die anderen kreisen nicht alle um die Sonne herum. Ne. Wie gesagt, eine sehr, sehr komplizierte Bewegung, die natürlich höchst unmotiviert war. Man könnte sagen, natürlich kann man durch Koordinatentransformation das eine in das andere umführen, aber in dem Moment, wo man jetzt physikalisch das erklären will und auch von den Wirkungen erklären will, ist das natürlich der kompliziertere Zugang. Gut, jetzt kommen wir nämlich wirklich zum physikalischen Zugang des Himmels. Kepler macht jetzt, und da hat er einen ganz, ganz großen Schritt gemacht, ich würde sagen, größter Schritt des Kopernikus, nämlich den Schritt von der mathematischen Hypothese zu einer physischen Beschreibung der Welt gemacht. Damit löst er sie wirklich aus dem klassisch-griechischen Sichtweise, aus der Sichtweise der Scholastik. Er versucht eine physische Weltbeschreibung. Ja. Das versucht er nicht nur unterschwellig, sondern er nennt sein Schlüsselwerk die Astronomia Nova, nennt er Astronomia Nova, also die neue Astronomie. Und er schreibt als Untertitel Physica Celestis, also die Physik des Himmels. Also er verwendet dieses Wort Physik, Physis, auf den Himmel, etwas, was vorher in der Form nicht gemacht worden ist. Also dieses Physische war etwas der irdischen Sphären, der irdischen Umgebung, und den Himmel mit dem zu beschreiben, war ein ganz neuer Anspruch. Und er schreibt auch unter die Astronomia Nova auf Griechisch Aetiologetos, das heißt ursächlich begründet. Er will es auch begründen, er will nicht nur geometrisch, mathematisch beschreiben, sondern er möchte auch begründen, ja, warum das Ganze sich so bewegt. Also einerseits, das sind jetzt nicht zwei Punkte, ringt er um die Form der Bahnen. Also er denkt, er sieht mit den Kreisen des Kopernikus, klappt es nicht. Sind die Bahnen eiförmig, elongiert, genau.
da ringt er wirklich über Jahrzehnte damit, bis er die Ellipsenbahnen findet. Ja? Bis er sieht, plötzlich braucht er keine Epizykel und Exzenter, plötzlich passt das alles geometrisch gut, wenn die Bahnen der Planeten Ellipsen sind. Das ist das eine. Und damit kann er plötzlich mathematisch sehr genau die Bahnen der Planeten beschreiben und auch noch wichtiger vorhersagen, wann die Planeten wo sind. Das heißt, man hat ja dann in dem 17. Jahrhundert schon eine Theorie gemessen an ihrer prognostischen Kraft. Wie gut beschreibt sie die Welt? Ja? Wie gut beschreibt sie die Welt? Und das ist plötzlich mit Keplers Zugang viel, viel besser gegangen. Ja? Weil der hat eben gesagt, der Mars steht zu diesem Datum an dieser Stelle und der ist wirklich dort gestanden. Mit dem besten geozentrischen Weltbild von Regiomontanus und Bauerbach im 15. Jahrhundert hat das alles nicht gepasst. Es ist, der Mars ist mehr als am Monddurchmesser woanders gestanden. Also das hat am Himmel nicht genau gepasst und das haben die Leute, die genau beobachtet haben, ja bemerkt, dass das nicht genau stimmt. Auch Finsternisse sind nicht zum richtigen Zeitpunkt passiert. Aber jetzt kommt noch der zweite Punkt zu dieser mathematischen Beschreibung. Kommt auch dazu, dass er sich überlegt hat, ja, warum bewegen sich die Planeten? Auch da hat er über Jahrzehnte mit sich gerungen. Warum sind die Bahnen so groß? Warum sind die Abstände der Planeten so groß? Da hat er an die Weltharmonie zuerst gedacht. Also gedacht, das ist wie ein musikalisches Instrument. Ja, dass es da Harmonien in den Abständen zu finden sind. Da hat er eine Phase gehabt, das zeigt sich sogar noch in der Astronomie im ersten Teil, wo er darüber nachdenkt, dass die Planeten, dem Planeten eine Seele innewohnt, ja, und dieser Geist im Planeten bewegt ihn fort. Also die bewegen sich quasi zwar den Gesetzen von Gott vorgegeben folgen, aber sie bewegen sich durch einen Willen, durch einen inneren Geist, der das macht. Aber auch von dem löst er sich letztlich, weil er sieht, dass das Ganze auch dynamisch mit der Sonne verknüpft ist. Und er spricht dann letztlich, er vermutet eine Zentralkraft, die von der Sonne ausgeht. Die beschreibt das so ähnlich wie ein Magnetismus. In der Zeit war der Magnetismus ein ganz spannendes Zauberding. Ja? Und mit dem konnte man sich vorstellen, mit einem Magneten kann man ja eine Eisenkugel bewegen, mitreißen auf einem Weg. Und hat sich gedacht, die Sonne, von der geht es am Magnetismus aus und der reißt die Planeten so herum. Also eine Zentralkraft, die von der Sonne ausgeht. Er hat natürlich noch kein Konzept gehabt mit der Schwerkraft, das sehen wir erst dann bei Newton, von der Gravitation. Aber er hat als erstes diesen Schluss gemacht, dass eigentlich diese Dynamik und Geometrie des Sonnensystems von der Sonne ausgeht. Ja? Also auch in diesem Bereich Geometrie, Dynamik und sogar die Ursache dafür ist er viel richtiger gelegen als alle anderen vor ihm. Und weil das Ganze prognostisch so viel besser war als alles zuvor, hat er nicht in kürzester Zeit alle Praktik überzeugt. Also auch die Jesuiten natürlich, die beobachtet haben, es war klar, seine Beschreibung ist zumindest von der Beschreibung her mit Abstand die beste. Alles geht viel besser. Man kann Dinge genauestens vorhersagen. So etwa ab 1630 herum haben alle seine Tafeln verwendet und sich so auf die astronomischen Beobachtungen vorbereitet. Bei allen Diskussionen, die es noch gegeben hat, ob dieser physische Anspruch ein gerechtfertigter ist, Stichwort Galilei-Prozess und dieses ganze Umfeld, und da hat es ja andere solche Diskussionen auch gegeben. Aber von der Wissenschaft her, am Ende des 17. Jahrhunderts war es wirklich sozusagen vollkommen klar, das ist der richtige Weg. Und wie gesagt, auch die Forscher, die es damals gegeben hat, waren ja sehr oft geistlich. Also ich betone nochmal, die Jesuiten waren da ganz wichtige, haben dann eigentlich diese Sachen so verwendet. Gehen wir einen Schritt weiter zur Entgrenzung. Wir werden aus der Mitte gestoßen. Also die Sonne ist jetzt im Zentrum, wir sind aus dieser Mitte geflogen. Jetzt geht es auch um die Dimensionen. Ich habe Ihnen gesagt, die Griechen haben die Dimensionen im Planetensystem, sage ich einmal, notdürftig abgeschätzt. Die haben gesehen, die Sonne ist größer als die Erde, die Dimensionen haben die ein bisschen abschätzen können. Und das ist interessanterweise, diese Abschätzungen im Sonnensystem, wie weit es wohin ist,
Das war zur Zeit vom Kepler nicht viel besser wie in der klassischen Antike. Ein bisschen, aber nicht viel besser. Weil man hat einfach keine anderen Methoden gehabt, genaue Entfernungen zu messen. Erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts hat man genauer gewusst, wie weit es zu den Planeten ist. Aber eine sehr viel wichtigere Frage war, ja, wie weit ist zu den Sternen? Ne? Also diese äußerste Schale des geozentrischen Weltbildes, diese äußerste Schale, hinter der erste Beweger ist, der liebe Gott sozusagen, diese Schale, die hat es im heliozentrischen Weltbild auch gegeben. Die hat man sich nicht getraut zu entfernen. Ne? Also hat man gesagt, ja, über diesen Sternen wohnt Gott. Ne? Also der muss ja irgendwo verortet sein, da weiter draußen. Wie weit ist dann zu den Sternen? Ja? Und es hat zwar Überlegungen gegeben, schon relativ früh, dass Sterne Sonnen sind. Ja? Und das wird bedeuten, dass zu den Sternen sehr weit ist. Aber das war eine Vermutung. Ne? Also man hätte die Entfernung zu den Sternen geometrisch bestimmen können, wenn sie sich am Himmel ein bisschen bewegt hätten. Warum? Das ist etwas, was die Griechen schon durchaus gewusst haben, dass es den Effekt der Parallaxe gibt. Ja? Also wenn sich ein nahes Objekt vor einem fernen Hintergrund befindet, dann kommt es darauf an, von wo aus man dieses nahe Objekt anschaut. Wenn man ein bisschen weiter rechts steht, steht dieses nahe Objekt vor einer anderen Stelle am Himmel, als wenn man es mehr von der linken Seite anschaut. Das habe ich hier da auf der oberen rechten Seite dargestellt. Da haben wir den fernen großen Wagen, das Sternbild des großen Wagens. Und wenn jetzt die Erde um die Sonne kreist und ich habe im Vordergrund einen Stern, ja, dann ist der Stern, dieser Vordergrundstern, ja, wenn es da eine räumliche Tiefe gibt, je nachdem, von wo aus man auf der Erdbahn man den Stern anschaut, ist er woanders. Ja. Das ist etwas, was die Griechen schon überlegt haben. Ganz interessant. Und weil sie diese Bewegung nicht gesehen haben, ja, haben sie daraus geschlossen, also dass die sehr weit weg sein müssen. Ne? Und Kepler hat diese Überlegung wiederbelebt und hat noch vor seiner Astronomia Nova mit Galileo Galilei korrespondiert und hat ihn gebeten, eine Beobachtung durchzuführen. Wer hat gewusst, der Galilei ist ein guter Beobachter, er ist mehr Theoretiker, der Kepler mit schlechten Augen. Und hat geschrieben in einem Brief am 13. Oktober 1597. Nun möchte ich noch eine Beobachtung von euch erbitten. Beobachtet um die Zeit des 19. Dezember die größte und kleinste Höhe des mittleren Schwanzsterns des großen Bären. Um den 26. Dezember beide Höhen des Polarsterns. Den ersten Stern beobachtet auch um den 19. März, den zweiten um den 28. September. So werden wir doch miteinander den Ruhm eines bisher von niemandem versuchten höchst bedeutsamen Problems ernten. Der hat also vorgeschlagen, der Galilei soll die erste Fixsternparallaxe messen. Und weil sie sicher war, dass das heliozentrische Weltbild stimmt, Kepler hat da ganz stark dran geglaubt, war er sich sicher, das kann man auch beobachten. Ja, er hat gewusst, was muss man machen, welche Schlüsselbeobachtung muss man machen. Das Ganze ist gescheitert. Ja? Das Ganze ist gescheitert. Warum? Weil die Sterne viel, viel, viel weiter weg sind, als selbst Kepler sich vorstellen hat können. Also das hat man das erste Mal erst 1883, also hunderte Jahre später beobachten können, dass sich Sterne am Himmel durch diese Parallaxe bewegen. Und zwar 1961 hat Bessel das beobachtet im Sternbild des Schwans, den ich hier unten dargestellt habe. Das heißt, das, was die Leute damals nicht sich haben vorstellen können, ist, dass die Sterne so unendlich weit weg sind. Und darum sind sie eine Zeit noch immer kritisiert worden. Euer heliozentrisches Bild, schön und gut, ist vielleicht eine mathematische Spinnerei, mit der man was halt beschreiben kann, aber stimmen tut es nicht, weil die Sterne wackeln ja nicht. Die sind ruhig am Himmel. Ne? Also das war sehr frustrierend. Also wie gesagt, erst im 19. Jahrhundert konnte man das feststellen. Ein anderer Punkt, der damit indirekt zusammenhängt, wenn man die Entfernung nicht direkt misst, ist trotzdem, sind die Sterne Sonnen oder sind die was anderes? Ja? Und es hat auch in der Zeit vor Kopernikus, zum Beispiel den Cusanus oder parallel zu der Zeit Galilei, Bruno, 1600 später im ausgehenden 17. Jahrhundert, Huygens, alle vermutet, dass Sterne Sonnen sind.
Ja? Und in dem Moment, wo man sagt, der Stern ist eine Sonne, dann ist zwar quantitativ nichts ausgesagt, wie weit ist es zu den Sternen, aber es sprengt diese Fixsternsphäre. Die muss unendlich weit weg sein, weil wenn ein Stern so schwach am Himmel erscheint im Vergleich zur Sonne, dann muss er unglaublich weit entfernt sein. Und aus dieser Annahme, Sterne sind Sonnen, hat man dann schon Schlüsse gezogen auf das größere Ganze. Und zwar um 1800 hat also Herschel Sterne gezählt in alle Richtungen und hat gesagt, naja, wenn die Sterne alle Sonnen sind, dann können wir eigentlich schauen, wir sehen die ganzen Sterne im Fernrohr, wir können zählen in alle Richtungen, dann ist in der Richtung, wo mehr Sterne sind, muss die Zusammenballung sein. Also das Universum sozusagen, die ganze Welt der damaligen Zeit, besteht ja aus ganz vielen Sternen und erst draufkommen in einer Richtung am Himmel, sieht man viel mehr Sterne als in andere Richtungen, in dieser Milchstraße. Und erst draufkommen, wir sind nicht im Zentrum der Milchstraße, sondern das Zentrum muss in Richtung des Schützen sein, ja, und wir sind da exzentrisch drin angeordnet. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Wir sind also ein zweites Mal aus dem Zentrum geworfen worden. Also weder ist die Erde im Zentrum des Planetensystems, noch ist die Sonne das Zentrum der Welt, sozusagen des ganzen Universums, der Milchstraße. Auch die ist in der Peripherie. Das hat man 1800 schon bewusst, bevor man die Entfernung zu den Sternen messen hat können. Jetzt schauen wir, nächster Schritt, ich mache jetzt weitere Schritte, immer näher zu uns her. Also die Milchstraße war dann so ab 1800 unser Universum, unsere gesamte Welt. Wir sind in der Peripherie, aber das ist unser überschaubares Universum. Aber es war nicht klar, dass unsere Milchstraße das Universum ist. Gibt es da mehr? Und da haben die Teleskope natürlich sehr, sehr viel gebracht. Insbesondere im 19. Jahrhundert haben sich die stark weiterentwickelt. Und da ist man draufgekommen, dass es am Himmel neben den Sternen auch andere Objekte gibt, so Gasnebel, so wolkenhafte Objekte, also unterschiedlich, ganz unterschiedliche Objekte, Sternhaufen und so weiter. Und man ist auf eine Gruppe von wolkigen Objekten gekommen, die jetzt nicht unregelmäßig ausschauen, die so scheibenförmig ausschauen, ja, scheibenförmig. Und da hat man drüber nachgedacht, was könnte das sein? Man hat ja damals schon überlegt, wie ist zum Beispiel unser Planetensystem entstanden? Kant und Laplace, ja, haben sie überlegt, na, diese Scheiben da am Himmel, das könnte ein rotierendes, gerade entstehendes Planetensystem sein. Muss man sich vorstellen, um 1800. Ja? Laplace und Kant denken darüber nach, wie Planetensysteme entstehen. Also das wird man nicht vermuten, glaube ich. Ne? Und haben gemeint, diese scheibenförmigen Dinge, die schauen genauso aus, ja, da entsteht der Stern in der Mitte und rundherum die Planeten. Und das konnte man aber nicht klären, weil man hat dort in diesen Scheiben keine Planeten gesehen, das war diffus. Und erst 1923, durch die immer größer werdenden Teleskope, in dem Fall in den Vereinigten Staaten, also in den USA, hat Edwin Hubble in so einer Scheibe gesehen, dass die nicht aus Planeten und aus einem Stern in der Mitte besteht, sondern dass da ganz schwache Sterne drinnen sind. Dass die aus unzähligen Milliarden von Sternen bestehen. Und dann war plötzlich die Vermutung naheliegend, naja, unsere eigene Milchstraße ist ja so eine abgeflachte Scheibe. Das hat man ja gewusst schon seit Herschels Zeiten. Das heißt, diese anderen Nebel sind auch Milchstraßen, sind also auch Objekte wie unsere Milchstraße. Damit ist plötzlich unsere Milchstraße nichts mehr Besonderes. Wir sind wiederum aus dem Zentrum geworfen worden. Unsere Milchstraße ist eine von vielen, wie wir heute wissen. Naja, ein letztes ist nur irgendwie geblieben. Naja, wir sind stolz, dass wir leben, dass wir auf der Erde es Leben gibt. Es gibt jetzt irgendwie ein Nebengeräusch. Irgendjemand hat sein Mikrofon eingeschalten. Könnte der das wieder abdrehen? Irgendwie, das wäre nett. Ist jetzt unsere Erde einzigartig, jetzt als belebter Ort, als Ort der Schöpfung? Auch aus theologischer Sicht ist das natürlich eine wichtige Frage. Ne? Also ist quasi unser Gott quasi für die Erde zuständig, für das ganze Universum? Ist jetzt
Jesus Christus der Erde, auf der Erde erschienen und sonst nirgendwo. Es ist die Erde was Einziges, Ortiges oder nicht. Und diese Überlegung hat es auch früh gegeben, weil gleich verbunden mit der Idee, andere Sterne sind Sonnen, zum Beispiel Cusanus, Zeitgenosse Kopernikus, hat das so gesehen, ist ja verbunden, dass wenn die Sonne Planeten hat, auch die Sterne wahrscheinlich Planeten haben. Und dann könnten dort ja auch Lebewesen sein. Also Cusanus hat das sogar als Zeichen der Größe und der Allmacht Gottes gesehen. Ja. Andere haben daraus eher Angst bezogen. Das hat sie verunsichert. Zum Beispiel Kepler, hat diese Idee nicht wirklich gefallen. Also er hat damit verbunden, vielleicht auch am Beispiel Giordano Brunus, der ja 1600 verbrannt worden ist, aufgrund auch seiner Aussagen zum Universum, zu der Unendlichkeit des Alls, hat er eben einen Schauder gehabt, er hat Angst gehabt. Und er schreibt in einem Brief an Galileo Galilei, wenn du Galilei entdeckt hättest, dass um einen der Fixsterne Planeten kreisen, hätten auf mich bereits Ketten und Kerker gewartet, bei den unzähligen Welten Brunos, das ist ja genau diese Unendlichkeit, oder noch viel eher ein Exil in jener Unendlichkeit. Für den Augenblick hast du mich aber von einer großen Angst erlöst. Auf was bezieht er sich da der Kepler? Galileo Galilei hat ja bemerkt, dass der Jupiter Monde hat, dass es um den Jupiter Monde kreisen. Und am Anfang hatte er seinen Sidereus Nuncius, den Sternenboten von Galilei, noch nicht gelesen gehabt, der Kepler, und hat nur gehört, naja, der Galilei hat entdeckt Sterne, die um andere Sterne kreisen oder sowas in der Richtung. Und das wäre genau die Angst gewesen. Wenn dann andere Sterne Planeten haben, dann hätte er geglaubt, dass das ist so, wie der Bruno vermutet hat. Und da hat er eben einen Schauder gespürt. Es hat sich aber herausgestellt, dass der Galileo Galilei eben nicht Sterne gesehen hat, sondern dass diese Monde des Jupiters waren. Und das hat sehr gut gepasst, weil das war dann ein gutes Argument fürs heliozentrische Weltbild. Andere Planeten wie die Erde haben auch Monde und das war sehr beruhigend für ihn. Heute ist es aber ganz anders. Diese Angst von Kepler hat sich erfüllt. Seit 1995 entdecken wir Planeten am Fließband. Wir haben heute, und ich habe die Woche noch geschaut, kennen wir mittlerweile 4.800 Planeten, die um andere Sterne kreisen, um 3.500 andere Sterne. Diese Zahl, das wird hier visuell dargestellt, ist natürlich eine extrem kleine. Wir nehmen heute plausibel an, dass jeder zweite Stern am Himmel oben, den Sie sehen, Planeten hat. Das heißt, unsere Erde ist eine von unendlich vielen. Und damit gehen natürlich auch einher, dass die Erde noch weniger einzigartig ist, klarerweise. Unser Planetensystem ist nicht einzigartig. Wir haben mittlerweile auch Planeten gefunden, die in Bereichen um ihre Sterne kreisen, die unter Umständen Leben hervorbringen können. Wir wissen über das Leben auf anderen Planeten noch gar nichts. Aber wir können plausibel annehmen, dass es woanders auch möglich ist. Und ich bin selbst bei einigen Missionen beteiligt, wo wir in den nächsten 1,5 Jahrzehnten hoffen, herauszufinden, ob es Planetensysteme gibt, die zum Beispiel biologische Prozesse haben. Da spreche ich bewusst jetzt nicht von irgendeinem intelligenten Leben, aber wo zum Beispiel die Atmosphäre eine Nicht-Gleichgewichtschemie hat, die durch biologische Prozesse eben verursacht sein kann. Das heißt, Sie haben jetzt im Zuge meines Vortrags gesehen, dass wir uns Schritt für Schritt von dem Bild verabschieden mussten, dass unsere Hauptstadt das Zentrum der Erdscheibe ist, dass die Erde eine Kugel ist und damit keinen bevorzugten Platz mehr hat, dass auf der Kugel sind wir entgrenzt worden, also die Hauptstadt ist nicht mehr in der Mitte. Die Kugel hat sich herausgestellt, ruht nicht, sondern rotiert um sich selbst, um eine eigene Achse. In weiterer Folge hat es herausgestellt, dass die Kugel dynamisch nicht ruht, sondern dass sie sich um die Sonne bewegt. Die Sonne ist das neue Zentrum. Dieses neue Zentrum ist auch nicht in Ruhe geblieben. Wir wissen heute, die Sonne bewegt sich als Teil eines Systems von 100 Milliarden Sonnen
um ein anderes Zentrum, das Zentrum der Milchstraße. Und unsere Milchstraße selbst ist nur eine von Milliarden, hunderten Milliarden von Milchstraßen im Universum. Und auch unsere Bedingungen auf der Erde sind wahrscheinlich nicht einzigartig. Das heißt, wir haben über die Jahrtausende mehr und mehr damit fertig werden müssen, dass wir an diesem Ort nichts Besonderes unter Anführungszeichen sind, dass das wahrscheinlich mehrfach gibt, was aber keinen Abbruch daran tut, dass wir uns selbst als einzigartig betrachten dürfen, insbesondere wenn wir unter diesem unendlichen Himmel stehen dürfen und so irgendwie philosophierend draufschauen. Dankeschön. Ja, danke schön. Ich würde jetzt einmal sagen, Klatschen ist auch erlaubt, zumindest mit dem Handzeichen. Danke, Franz, für den schönen Vortrag. Für das weitere Vorgehen ist jetzt vorgesehen, dass ich zuerst ein paar Fragen stelle und wir ein bisschen in einen Dialog kommen und dass wir dann Fragen aus dem Publikum erwarten, die bitte alle dann in den Chat schreiben und ich werde das dann moderieren. Wir werden dann darauf eingehen, auf Ihre Fragen, soweit wir halt kommen, so circa in der nächsten halben Stunde. Herr Franz, danke für den schönen Vortrag. Ich fand es auch visuell sehr schön, wie du die Dezentrierung von langer Hand vorbereitet hast. Also zuerst, ich bin wirklich fasziniert von der Ästhetik dieser Weltbilder. Also ganz lang gab es ja diesen Kreis, der auch mit ganz interessanten Figuren, die du dann nicht erläutert hast, leider jeweils, aber da waren ja so allegorische Figuren drinnen und auch zusätzliche Gestalten verschiedener, auch Fabelwesen, so, verschiedener Natur. Und am Ende sind wir dann mit den, besonders schön fand ich dann den visuellen Kontrast mit der Wolke kurz vor der Hubble-Entdeckung, wo man dann sozusagen nur einen diffusen Kreis hat und dann, dann jetzt am Ende das Gewimmel am Himmel sozusagen. Ich wollte dich auch fragen, was ist denn heute eine Ästhetik oder eine Eleganz, die noch besticht in der Astronomie, auch für die Laien, die drauf schauen? Das heißt, das Bild war spannend, aber auf eine gewisse Weise auch prosaisch. Was mich da auch bestochen hat an diesen Kreisbildern. Der Kreis ist ja so ein Ideal. Es ist einfach schön. Es ist sozusagen, wenn man drauf schaut, ist es einfach wahnsinnig überzeugend, dass die Welt so gestaltet ist. Ist es hier sozusagen, gibt es noch eine Ästhetik der Astronomie für dich? Oder sind wir da sozusagen nicht nur jetzt, okay, wir sind halt zentriert, also irgendwo sind wir in unserem, wir gehen auf die Moderne, wir sind das eh schon gewohnt. Ja? Aber was immer so der große Bestandteil einer Entzauberung ist, ist ja auch eine ästhetische Entzauberung. Ja. Gibt es da heute noch was uns betrifft? Ja, also ehrlich gesagt habe ich für mich selbst, da kann ich natürlich nur von mir selbst sprechen. Also für mich ist da eigentlich wenig entzaubert worden. Ich bin selbst als Naturwissenschaftler, der das Ganze mathematisch beschreibt, stehe ich unter diesem Himmel und den habe ich am Schluss bewusst nochmal gezeigt, genauso staunend und auch nicht drüber nachdenken. Das ist aber also mal der erste Punkt. Ich schaue darauf und sehe die Sterne. Und ich denke nicht drüber nach, wie dieser Stern funktioniert. Also ich bin genauso staunend, stehe ich da drunter, genauso staunend, wie ich auch bei einem Spaziergang durch die Labau vor einer Blüte stehe, vor einem Insekt stehe. Also diese Staunen ist mir zum Glück nicht verloren gegangen. Bei dem ganzen Erforschen, bei dem Zerlegen, bei dem Analysieren. Das ist einmal der erste Punkt. Bei dem Zerlegen und physikalisch Beschreiben haben wir aber trotzdem noch viele, sage ich, ästhetische Prinzipien, die wir verwenden, um zu sagen, diese Beschreibung ist besser als eine andere. Ein typisches Beispiel, die einfachere Beschreibung sticht die kompliziertere. Also wenn ich zwei Theorien habe, die ein Phänomen, das ich beobachte, gleich gut beschreiben, also die prognostische Kraft, Blick in Vergangenheit und Zukunft ist gleich gut, dann bevorzuge ich
diese Beschreibung, die einfach ist, die weniger komplizierte Formel habe, sage ich einmal. Ja? Das ist ein klassisches Prinzip in der Theorienbildung, das geht zurück, das ist auch als Occam's Razor zum Beispiel bekannt, das hat auch eine längere Tradition, aber das ist auch ein ästhetischer Zugang. Dann hast du ein bisschen über die nicht so schönen elliptischen Scheiben da gesprochen. Da ist es zum Glück besser geworden. Ich würde sagen, es hat noch nie eine so ästhetisch getriebene, sage ich, Amateurastronomie und Liebhaberastronomie gegeben wie heute. Die Bilder sind sehr, sehr zugänglich. Ich glaube, wir kennen alle die wunderbaren Hubble-Bilder. Also da ist ganz viel auch unverstandene Freude an der Struktur, an Formen, an Dingen, die offensichtlich, wo eine Gesetzmäßigkeit dahinter steckt, die wir aber nicht, die sich nicht augenscheinlich erschließt. Also ich glaube, das ist ziemlich vermischt geblieben. Ja, danke. Ja, also das bringt mich auch gleich zu meinem nächsten Punkt. Ich glaube, ich muss ja so ein bisschen die Rolle spielen der Theologin, die sich jetzt auch mit dem Angst und mit dem Schauder widmet, der schon Kepler und Galilei befallen hat. Ich tue mir selber vor allem vor so schönen Handreichungen und Bildern auch ein bisschen schwer, diesen Schrecken selber zu empfinden, wenn ich ehrlich bin. Deswegen, ich habe zwei Fragen, aber ich glaube, ich stelle eine zuerst. Ich war eigentlich recht überrascht, jetzt auch in deiner Präsentation zu erfahren, dass die Entdeckung dessen, wie groß sozusagen das Universum wirklich ist, ja erst zu den 1920er Jahren, wie groß das Universum ist, Julia, das ist ein bisschen blöd gesagt, aber sozusagen wie viele Sterne es da wirklich von uns aus gesehen gibt und so. Ich dachte ganz ehrlich, dass das schon im 19. Jahrhundert bei den Herschels und so bekannt gewesen war. Also es war schon spannend, dass dann gleich die sozusagen goldene Blütenphase der amerikanischen und russischen Raumfahrt eingesetzt hat, sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg. Also ich wundere mich über diese eigentlich auch sehr menschliche Gleichzeitigkeit von Bekanntwerden der Größe des Forschungs- und Eroberungsgebiet und mit menschlichen Bedürfnissen dann trotzdem auf den Mond zu kommen und dann sozusagen auch irgendwo das Universum zumindest sozusagen im Format des eigenen kosmischen Schrebergartens irgendwo anzueignen. Mich hat mich auch interessiert, gab es eigentlich zu Zeiten, also ich meine, du weißt ja, Leonardo da Vinci war ja sehr, sehr fantasievoll, auch was Flugreisen so betraf. Gab es eigentlich historisch gesehen so Fantasien, also ich weiß, wenn sie jetzt nicht hingesetzt haben und Mondrakete gezeichnet haben, aber gab es vor dem 20. Jahrhundert eigentlich eine, also nicht völlig literarische Vorstellungen von solchen Raumfahrten? Oder war das wirklich so, auch für die Physiker, so entrückt, dass man sozusagen gedacht hat, können wir eh nicht hin. Naja, ich meine, da hat es zwei Prozesse gleichzeitig gegeben. Es sind auch in dieser Entwicklung über die Jahrhunderte die Distanzen größer geworden, die man angenommen hat. Man konnte also quasi in der klassischen Antike, war man der Meinung im Prinzip, dass zum Beispiel Kometen, Phänomene in unserer Erdatmosphäre sind. Also dort, wo im Prinzip sogar die Vögel hinkommen. Ne? Oder dass man sich der Sonne substanziell annähern kann. Ich brauche da ja keine Beispiele aus der Sagenwelt bringen. Ne? Und sich dann halt die Flügel auflösen, wenn sie nur mit Wachs gefertigt sind. Also diese Distanzen sind größer geworden und damit auch die Erwartungen, ob man dorthin fliegen kann, ob man hinkommen kann. Das ist es das eine. Das heißt, es hat schon Vorstellungen gegeben, dass man da irgendwo in Form von Tagesreisen hinkommen kann, quasi so fliegend darauf kommen kann. Es hat auch Überlegungen gegeben,
jetzt nicht unbedingt es nur zu bereisen, sondern dass es dort Leben gibt. Also wie gesagt, die Überlegung, dass die Planeten oder der Mond belebt sind, die sind nicht ein Resultat der Science Fiction im 19. Jahrhundert von mir, sondern die sind deutlich früher gewesen, dass man durchaus in Werken spekuliert hat, sage ich, Ende 17., Anfang 18. Jahrhunderts, wie denn die Leute am Jupiter leben. Ne? Also diese Ideen hat es durchaus gegeben. Da draußen, die sind weiter weg von der Sonne, da muss kalt sein. Ne? Oder der Planet ist so groß. In dem Moment, wo man über Schwerkraft nachgedacht hat, hat man gesagt, ja, die müssen sehr klein sein, weil die Schwerkraft so groß ist. Ja, selbst Kepler hat ja ein Somnium, diesen Traum von den Mondbewohnern geschrieben, wo er spekuliert hat, naja, da oben gibt es keinen Schatten und die leben in Höhlen und weil der Mond ja klein ist, wären sie sehr groß. Also, wie gesagt, dieses Fantasieren, das hat eigentlich steht in einer langen Tradition. Da muss man jetzt nicht bis zum Jules Verne gehen, der heute die Leute dann mit einer Kanone raufgeschossen zum Mond hat. Also ich würde mal sagen, das Universum hat sich vergrößert, aber auch die Möglichkeiten, sich zu bewegen, hat sich vergrößert. Irgendwann wurde aber der Anschluss ist verloren gegangen, weil du hast es ja recht schön gesagt. Ich meine, der Flug zum Mond in einer Zeit, wo wir gewusst haben, das Universum besteht aus 100 Milliarden von Milchstraßen, ist ja nicht einmal der Ausflug im Schrebergarten zum Mond. Ne? Also das ist nur mal viel weniger. Also das ist quasi ein kompletter Stillstand. Ne? Das steht in so einem dimensionalen Missverhältnis, dass das gar nichts ist und trotzdem anstrebenswert, weil man eben diesen ersten Schritt tun will und tun kann. Und das ist auch die zeitliche Parallele. Also das ist nicht kein Zufall, dass diese technischen Entwicklungen, die uns ermöglicht haben, große Fernrohre zu bauen und das Weltall aus der Ferne zu studieren, die gleiche Technik ist, mit der man dann auch letztlich zum Mond geflogen ist. Also das ist sozusagen, das ist einhergegangen miteinander. Ja. Also was mich daran auch fasziniert, ist einfach diese fundamentale menschliche Reaktion auf diese Dezentrierung. Eben deswegen das ist, was man jetzt so jetzt mit einer klassischen Kränkung der Menschheit finden würde. Das finde ich so anthropologisch sehr, sehr spannend, dass man nicht sagt, sozusagen, ah na, ja, sozusagen, wir sind jetzt nur ein kleiner Punkt irgendwo auf der Landkarte, sondern wir sind ein kleiner Punkt auf der Landkarte und wir fliegen auf den nächsten kleinen Punkt. Das ja. finde ich einen sehr schönen, finde ich einen sehr, also natürlich kann man das dann politisch und historisch auch einordnen, wie man will, was dann passiert ist. So. Aber der Effekt finde ich einfach so schön. Also auch so eine scheinbare Kränkung, wie das ja auch wissenschaftshistorisch so mit Freud und Darwin und Kopernikus und der sozusagen diesen Wänden durch Freud auch geframed wurde, wissenschaftshistorisch, so scheint es ja gar nicht zu sein. Also Menschen finden sich dann, Menschen sind da ja recht plastisch in ihrem Denken und recht recht resilient, aber wie denkst du, geht es weiter? Also du hast gesagt, es gibt einfach sehr viel so, wie geht es weiter mit, bevor ich jetzt zu den theologischeren Fragen komme, wie geht es weiter mit unserem Verhältnis zum Universum? Also es scheint ja eine steigende Zahl an Hobby-Astronomen und Hobby-Astronominnen geben, aber was, jetzt wo wir wissen, dass wir irgendwo ein kleiner Fleck am Rand des Orbitzettels sind und nicht in der Mitte der Himmelsscheibe. Was sind denn jetzt noch aufregende Dinge, auf die du wartest? Ja, also auch was das Leben betrifft. So ja, also die Kernfragen sind sicher die, also du hast es angedeutet, ich habe schon gesagt, dass die Frage nach Leben im All wahrscheinlich aus menschlicher Sicht die spannendste. Ne? Also die Geometrie verstehen wir so grundsätzlich. Natürlich ist es interessant, wie die Zukunft des Universums ausschaut, jetzt von der Expansion und Details der Ausdehnung, wie es das ist. Aber das ist etwas, jedenfalls für mich, nicht so faszinierendes wie die Frage, sind wir als Lebewesen einzigartig im All? Das ist, glaube ich,
das menschliche selbstverständlich am stärksten adressierende. Also, und da wissen wir im Prinzip, wie wir vorgehen müssen. Wir wissen über unsere Beschränkung. Es ist also, wir werden wahrscheinlich Leben im All nicht durch Hinfliegen finden. Ich sage das jetzt einmal so. Vielleicht doch, wenn wir jetzt am Mars vielleicht vergangenes Leben finden, sehr niedriges. Das ist natürlich eine Möglichkeit, auch durch Hinfliegen Leben zu suchen. Vielleicht finden wir im Sonnensystem auf am Jupitermond Europa oder auf Titan irgendwelche Lebensspuren, um da jetzt ein paar Beispiele zu bringen. Oder am Enceladus, das ist auch ein Mond im Sonnensystem. Also da gibt es Möglichkeiten hinzufliegen. Also das, dort ist aber garantiert nur ein niedrigstes Leben zu finden. Aber das ist von der Grundaussage ja fast, könnte ich sagen, egal. Ne? Dann haben wir Leben gezeigt und das gibt es eben nicht nur auf der Erde. Das Wahrscheinlichere und das Spannendere ist letztlich das Leben bei anderen Sternen. Weil dort gibt es natürlich jetzt Planeten, die besser geeignet sind für eine lange Entwicklung des Lebens, also so wie auf der Erde. Weil die anderen Planeten im Sonnensystem, da ist es überall relativ unwirtlich und da nimmt man plausibel an, dass ein höheres Leben nicht möglich ist. Oder jedenfalls jetzt nicht möglich ist. Dagegen bei Planeten, die um andere Sterne kreisen, da kann man plausibel annehmen, dass dort Zeit genug ist, Milliarden Jahre genug ist, dass sich sowas wie auf der Erde entwickeln könnte. Und da sind wir dran und da bauen wir ein Teleskop, ein Weltraumteleskop. Wir werden bei einem Weltraumteleskop im Jahr 2028 mitstarten. Da entwickeln wir wesentliche Komponenten auch in meiner Arbeitsgruppe, wo wir die Atmosphären anderer Planeten, also erdähnlicher Planeten, untersuchen werden und schauen, ob diese Atmosphären eben lebensfreundlich sind oder beeinflusst worden sind von biologischen Prozessen. Das ist eine der indirekten Möglichkeiten, Leben nachzuweisen. Es ist nämlich sonst nicht so leicht, aus der Ferne draufzukommen, dass da was lebt. Ja? Also, wenn man sich die Erde aus der großen Ferne anschaut, ist es ein blauer Ball. Und wenn die Erde dann nur Punkt ist, weil sie so weit weg ist, dann kann man da nichts drauf sehen. Das ist nicht so einfach. Man könnte vielleicht Funkwellen empfangen, das kann man probieren, wenn man funken und so, aber wir funken noch nicht lang und wir werden nicht mehr lang funken. Also man könnte sich auch zeitlich versäumen. Also ist nicht leicht, über Leben so rauszufinden. Und da haben wir jetzt einige Großprojekte in Planung, um in den nächsten eineinhalb Jahrzehnten da drauf zu kommen. Also wenn ich in 20 Jahren einen Vortrag halte, ich hoffe, das kann ich dann noch, und ich dann immer noch sagen muss, na, wir wissen noch nichts Näheres, dann haben wir auch was gelernt. Dann sind wir vielleicht rarer, als wir zurzeit annehmen. Ja, schön. Ja, das sind ja eigentlich sehr, sehr optimistische und sehr schöne Bedingungen, die uns ja vielleicht auch darauf hinweisen sollten, dass wir dabei schauen sollten, dass wir unseren eigenen Planeten. Ja, das in jedem Fall. Also das ist auf keinen Fall so, das geht so immer wieder ein bisschen eigenartig durch die Medien. Jetzt war gerade eine Landung auf Mars und dann steht irgendwie, ja, warum tun wir am Mars da herumforschen, dass wir ihn kolonisieren. Also in absehbarer Zeit hat niemand vor, die Menschheit auf den Mars zu übersiedeln. Also ich glaube, wir müssen unsere Erde schon in Ordnung halten und uns da darum kümmern, dass sie bewohnbar bleibt. Dass der Mars ist nicht die Exitstrategie. Für die von der menschlichen Regung einzelne, einzelne Personen dorthin zu befördern. Ja, das schon, ja, da wird man zusammenlegen für manche. Wobei manche, also der Elon Musk will das ja, also wird man das sozusagen. Ja, wie gesagt, aber nicht als Perspektive jetzt irgendwie für größere Zahlen. Also. Nein, das war jetzt ein Scherz. Aber ja, vielleicht bevor ich dann, also da wir nicht mehr extrem viel Zeit haben, würde ich jetzt vorschlagen, dass ich noch eine theologische, besinnlichere Frage stelle oder einen theologischen Input gebe und dass bitte alle, die jetzt noch Fragen, Verständnisfragen, inhaltliche Fragen, Anfragen haben, die jetzt auch in den Chat reinschreiben und dann im Anschluss darauf eingehen. Ich habe mich nämlich gefragt, auch während deines Vortrags, ich bin jetzt ein bisschen aus meiner Rolle gefallen, weil ich mich so gar nicht provoziert fühle als Theologe. Und was der Grund dafür ist, du hast im Vortrag ja auch diese Frage nach sozusagen der Einzigartigkeit sozusagen des Christusereignisses und sozusagen der Einzigartigkeit
der Schöpfung angesprochen. Und ich denke aber, dass du das auch irgendwie auch unterstrichen hast, dass sich auch gerade jetzt in deiner Antwort, jetzt in deinen Ausführungen vom Leben, dass diese Frage nach der, sich ja auch in der Offenbarungstheologie und so stellt, nach der Einzigartigkeit jedes Menschen und nach der Einzigartigkeit von uns als Menschheit und ja, vor so einem großen, auch geometrischen Rahmen ja nochmal ganz, also nochmal mit einer ganz neuen Schärfe und Eindringlichkeit stellt. Und ja, also auch diese Gelassenheit des Menschen auch der Natur gegenüber und so, ja auch kein neues Motiv ist. Das ist ja auch eine gewisse Ohnmacht oder Unwilligkeit Gottes auch sozusagen dann, wo er dann nicht eingreift in den Naturprozess, das ist ja auch schon im Alten Testament beobachtend ist und im jüdisch-christlichen Kontext ja nicht fremd. Und ich wollte noch eine schöne kurze Anekdote von Rumi, dem islamischen Sufi-Meister des 13. Jahrhunderts, erzählen, der gefragt wurde, Sufis sind damals herumgezogen und haben sich gegenseitig so Scherzfragen gestellt, die sozusagen theologisch korrekt beantworten mussten. Und es kam jemand zu ihm und hat gesagt, Rumi, unser Ortsscheich sagt, er meditiert über Gott, deswegen hat er Gott in sich, deswegen enthält er das Universum, das ganze Universum und Gott in sich. Ist er dann nicht größer als der Prophet Mohammed, der gesagt hat, je mehr ich über Gott nachdenke, desto mehr entzieht sich mir Gott und wir können ihn nie ausschöpfen. Und Rumi hat gesagt, ja, euer sozusagen, ja, der hat recht, aber vielleicht geht es nur darum, dass er ein kleineres Gefäß hat und nur einen kleinen Schöpfer von Gott getan hat. Und der Prophet hat ein so großes Gefäß, dass er einen großen Schöpfer von Gott tun konnte und dann gemerkt hat, dass er ihn noch immer nicht ermessen hat. Und ich denke, dass diese Anekdote, die ich einmal gelesen habe und die mich immer sehr begleitet, sich auch leicht in diesen Kontext dieser Diskussionen übersetzen lassen kann, weil wenn uns, würde ich jetzt mal so das positiv interpretieren wollen, wenn ich mich nicht beleidigt fühle, durch sowas, ich meine das auch gar nicht triumphalistisch, wir haben ja, also das sieht man ja auch an deinem Vortrag und an all dem, was wir nicht wissen und noch erfahren können, ist ja auch schön, dass wenn wir Gott sozusagen in so einem physikalischen Weltbild oder so irgendwo drinnen haben wollen oder das nicht sozusagen ganz draußen haben wollen, dass Gott irgendwo für uns eine Rolle spielt, dass ja noch niemand behauptet hat in all diesen Weltbildern, dass sie erschöpfend seien, sondern eben einfach Bilder, die uns eine gewisse Orientierung in dem, was wir als unsere Welt erleben, eben die aber einfach größer ist, immer nur ein Ausschnitt dessen, was sozusagen das Ganze ausmacht. Also deswegen, ich weiß, jetzt sollte ich mich provoziert fühlen, magst du noch versuchen, mich zu provozieren? Das werde ich, glaube ich, nicht schaffen. Ich glaube, das werde ich nicht schaffen. Wir sollten uns dann auch noch durchaus annehmen, den Fragen, die es da gibt. Aber ja, ich sage einen kurzen, ein bisschen ganz vereinfachenden Satz auf das. Selbst in diesem jüdisch-christlichen Gottesbild, von dem wir ja da irgendwie ausgegangen sind und unsere Gastgeber-Einrichtung beruft sich auf das, kann man sehr schön doch eigentlich beobachten, wie sich dieses Gottesbild über Jahrtausende gewandelt hat. Also wir gehen letztlich ja aus einem Gottesbild von einem Nomadenvolk, die einen Lokalgott im Prinzip kennengelernt haben, mit ihm Erfahrungen gemacht haben, der gar nicht den Anspruch ursprünglich wahrscheinlich gestellt hat, quasi der Gott der ganzen Welt, sondern halt dieser Lokalität zu haben. Und der hat sich weiterentwickelt. Im Sinn dann der christlichen Tradition, sie ausgebreitet dann im Römischen Reich, ist quasi dann in einen Kontext, hat einen Anspruch stellen können, verantwortlich zu sein auf nicht nur dieses jüdische Volk, sondern halt im ganzen Römischen Reich. Und das ist so weitergegangen. Und die gleichen Fragen hat man sich gestellt. Ist er dann, sage ich, auch zuständig
für andere Kontinente, die da gar nicht sind? Was ist mit den Kontinenten jenseits des Ozeans gewesen? Man hat sich ja durchaus auch Gedanken gemacht, brauche ich dir nicht erzählen. Wie steht es mit Völkern, die diese Kunde dieses Gottes nie gehört haben? Wie steht es mit denen? Das ist ja ganz unabhängiger. Das ist ja ganz eine unabhängige Tradition, musste da entwickelt werden. Und so kann man natürlich das auch prinzipiell weiterdenken. Ich meine, es verhält sich, würde ich sagen, dieser Gott der Israeliten zu Amerika, ja, zu diesem anderen Kontinent, durchaus vergleichbar jetzt zu einem Gottesbild, das man jetzt auf der Erde kennengelernt und entwickelt hat, zu einem Gottesbild, das jetzt auf das ganze Universum anwendbar wäre, denkmöglich zumindest. Also da darf man sich, glaube ich, zu sehr einschränken lassen. Wenn man das tut, dann funktioniert es natürlich nicht. Wenn man bei diesem lokalen Stammesgott bleibt, dann wäre das Ganze dazwischen ja schon nicht mehr möglich gewesen. Und darum habe ich da jetzt eigentlich sehe da drin keine Provokation. Und darum ist diese Provokation für dich, von mir wahrscheinlich nicht möglich. Ne? Ja, natürlich. Also auch, auch denke ich, weil wenn wir davon ausgehen würden, dass es sowas wie höheres Leben, das sich mit unserem vergleichen lässt und dem wir kommunizieren könnten, irgendwo gibt. Ich glaube, das ist für uns fast denkunmöglich, dass sich nicht jemand auch solche Fragen stellen würde wie wir. Und dass wir uns nicht zumindest über die Gottesfrage vielleicht. Genau. Aber kurz noch zur Diskussion. Es sind also bitte noch rege Fragen stellen. Es gab ein paar Meldungen, aber eher weniger Fragen. Der Herr Michael Schreffel oder Schreffel stellt allerdings eine Verständnisfrage an dich im Sinn des Untertitels der Astronomia Nova. Gibt es eine physikalische Erklärung, warum die Sonne im Mittelpunkt einer Ellipse und nicht im Mittelpunkt eines Kreises steht? Das ist die Frage. Naja, da hat sich Kepler keine Gedanken darüber gemacht. Da hat er sich, was ich kenne, nicht direkt Gedanken gemacht. Er könnte ja auch im Mittelpunkt der Ellipse stehen. Ja? Er ist aber damals schon drauf gekommen, dass er die Sonne in einen Brennpunkt der Ellipse stellen muss. Also er hat, wie gesagt, über diese Geometrie länger nachgedacht und geschaut, welche Formen sind die besten. Und er ist eben drauf gekommen, der Kreis, den hat er früh ablehnen müssen, das hat eigentlich Kopernikus schon gesehen, dass der Kreis alleine nicht geht. Und er hat dann, wie gesagt, verschiedene Figuren eben gefunden, die mehr oder weniger gut gepasst haben. Das waren dann letztlich Ellipsen. Auch bei einer Ellipse wäre es ja möglich, dass er im Zentrum der Ellipse steht. Und er ist auch draufgekommen aus der Bahnlage des Mars, dass auch da nicht im Zentrum steht, sondern einer der beiden Brennpunkte. Und damit ist auch die unterschiedliche Bahngeschwindigkeit dann erklärbar gewesen. Also wie gesagt, da hat er jetzt nicht drüber nachgedacht. Also er hat drüber nachgedacht, warum das Ganze so ist, warum da überhaupt sich was tut. Und da hat er eben gemeint, diese Kraft geht von der Sonne aus. Und da der Abstand zur Sonne nicht der gleiche ist, wenn die Sonne so ein bisschen exzentrisch steht, ja, dann hat es sehr gut gepasst zu dieser Idee, dass dieser Magnetismus den Planeten näher herzieht und dann weicht er wieder weg. Also das war's. Aber jetzt im Sinn von, ob das was bedeuten soll, diese exzentrische Position, da ist mir nichts bekannt. Ja, danke. Das heißt, es war eigentlich eine... Es hat am besten gepasst, genau, sagen wir mal so. Annäherung an das, was sozusagen am meisten erklärt hat. Klassisch. Hat jemand noch Fragen? Also es gibt halt wenig Fragen. Hast du durchgeschaut? Ich habe durchgeschaut. Es gibt einige Meldungen. Ja, ich schaue auch gerade, aber das sind eher Sachen, die bestätigen, was ich gesagt habe oder so. Rochowanski hat noch ein wichtiges Zitat reingeschrieben. Das angeblich Kepler an Galilei geschrieben hat, gib mir Segel oder richtige Segel für die Schiffe oder richtige Segel für die Himmelsluftfahrt her und es werden auch Menschen da sein, die sich vor den entsetzlichen Weiten nicht fürchten. Ja. Also es würde zu Kepler passen, weil gerade wieder diese entsetzlichen Weiten, also der Kepler hat gern diese furchtsamen Vokabeln verwendet. Ich kenne das Zitat direkt nicht, aber die Kepler-Galileo-Briefe, da gibt es nicht allzu viele, das wäre schnell gefunden, das könnte man leicht finden. Haben wir sogar auf der Sternwarte alle. Gibt es eine Werksausgabe, kann man nachschauen, ja. Habt ihr dort nur so eine sozusagen philologische Frage, habt ihr da sozusagen eine Institutsbibliothek, die auch historische...
Ja, also bei uns ist es natürlich so, die Universität Wien zuerst einmal. Wir haben eine Fachbereichsbibliothek der Universität Wien. Und da die Universität Wien ja seit dem 14. Jahrhundert in Betrieb ist, stehen wir in dieser Tradition. Das heißt, die Universität Wien hat als UdS-Bibliothek eine unglaubliche Sammlung an historischen Druckwerken, die bis in die Gründungszeit darüber zu gehen, auch Handschriften. Und dazu gehört natürlich auch astronomische Fachliteratur. Wir haben jetzt eine Vielzahl von Erstausgaben von fast allen Autoren, die man da nennen kann. Aber die sind eher dann im Universitätsarchiv oder bei euch? Es ist gemischt. Also es ist so, dass manche Dinge bei uns auf der Sternwarte sind. Natürlich gut gesichert in Safes und so weiter. Andere Dinge sind natürlich in der Zentralbibliothek gelagert, aber können auch dort eingesehen werden. Ja? Es ist so, dass wir auch ein astronomisches Museum haben, die Sammlung Maximilian Hell, die jetzt gerade renoviert wird. Aber da haben wir auch immer wiederum Führungen angeboten dort und haben dann einzelne dieser Druckwerke dann auch gezeigt. Wir haben zum Beispiel das älteste Astronomielehrbuch, die Planetentheorie des Feuerbachs, das älteste gedruckte Werk, haben wir in Erstausgabe am Institut zum Beispiel. Ne? Das sind ganz bedeutende Werke von Feuerbach. Wir haben auch Erstausgabe vom Kopernikus bei uns, dieses Exemplar, das ich da abfotografiert habe. Wir haben von Kepler die Astronomia Nova. Also es sind ganz, ganz viele, ganz, ganz bedeutende Werke, die wir in Wien haben. Da sind wir sehr, sehr privilegiert. Und das ist eine tolle Möglichkeit, auch Forschung, insbesondere Rezeptionsgeschichte Forschung zu machen. Weil diese Werke, die wir haben, sind keine Werke, die jetzt in einer schönen Sammlung eines Herrschers sind, der das ein neuwertiges Werk sozusagen heute halt aufgehoben hat, sondern das sind Gebrauchsexemplare, auch bei Karten, bei vielen anderen Werken, wo sehr viel drinnen steht, wo die wirklich verwendet worden sind. Und das ist eigentlich von der Forschung sehr viel spannender, weil man eben sieht, wie die Leute damit umgegangen sind, wenn man sieht, wie die Leute eben dazu Wissen ergänzt haben, korrigiert haben. Und das ist teilweise noch nicht aufgearbeitet. Also wäre sicher ein reiches Betätigungsfeld. Sehr schön. Herr Schreffel, also noch zwei Fragen. Der Herr Schreffel präzisiert seine Frage. HBI-Brennpunkt gemeint, schreibt er, hat die heutige Astronomie eine Erklärung, warum sich ein Planetensystem so bildet? Der Kant-Laplace-Versuch demonstriert eigentlich nur Kreise. Ich glaube, er meint das, was man sozusagen im Gymnasium lernt. Ich glaube, die Frage von Herrn Schreffel ist sozusagen nicht, ob ja, also dass Planetensysteme in erster Näherung kreisförmig sind, ist eh so. Also die Abweichungen von der Ellipsenform sind minimal und natürlich ist die Entstehung von einem Planetensystem, der Planetenbahnen, geht von rotierenden Scheiben aus. Das ist gar nicht so anders als das Kant-Laplace Bild der Planetensystementstehung, das man heute sehr, sehr gut numerisch modellieren kann, sehr, sehr gut verstanden hat. Und die Abweichungen von der Kreisform, die entstehen im Wesentlichen dadurch, dass die Planeten sich gegenseitig stören. Die Planeten kreisen ja nicht einzeln quasi um den Stern, sondern sie merken ja auch die gravitativen Effekte der anderen Planeten. Ne? Und dann kommt es eben dadurch zu Abweichungen, auch langfristigen Änderungen. Ein klassisches Beispiel ist die meist hochelliptische Bahn von neuen Kometen, neu in dem Sinn, dass das Reservoir der Kometen weit draußen im Sonnensystem ist. Die sind so ein Überbleibsel aus der Entstehungsphase des Sonnensystems. Da sind sie im Wesentlichen da draußen auf sehr, sehr großen Kreisbahnen. Aber wenn sie die halt gegenseitig leicht begegnen einmal, da haben sie ja lange Zeit dazu, wenn sie die begegnen, dann führt die Begegnung meistens dazu, dass halt einer ins Innere des Sonnensystems abgelenkt wird, der andere vielleicht weiter rausfliegt und wenn der dann reinfliegt, spürt er natürlich sehr anisotrop das Gravitationsfeld der Sonne im Zentrum. Und wenn der reinkommt, hat er da ganz extrem lang gestreckte Ellipse. Ja?
Und dann fliegt er mehrmals rein und fliegt einmal nah am Jupiter von mir dabei, der verändert die Ellipsenbahnen. Und so werden meistens dann die Bahnen wiederum, der wird dann mehr und mehr im inneren Sonnensystem gefangen und wird dann halt so einen kurzperiodischen Kometen im inneren Sonnensystem. Und das kann dann wiederum kreisförmiger sein. Das heißt, also die Bahnform kann langfristig über Millionen Jahre sich stark ändern. Und die Tendenz ist eben die, dass bei der Entstehung das alles kreisförmig ist. Bei Störungen im System gibt es dann sehr elliptische Situationen, die aber mittelfristig, wenn das Ding dann nicht irgendwo reinkracht oder abstürzt, in einen Planeten reinfliegt, das kann bei Kometen, ist das schon beobachtet worden, insbesondere beim Jupiter, der die größte Masse neben der Sonne im Sonnensystem ist, können die Sachen dann auch im inneren Sonnensystem wieder kreisförmiger werden. Also das ist nicht so, dass diese Bahnen mittelfristig eine fixe Form haben. Es ist sogar so, das ist der letzte Punkt, dass es ziemlich sicher im Sonnensystem Planeten, sag ich mal, Bahnen getauscht haben. Also selbst die Reihenfolge der Planeten, Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, diese Reihenfolge war über die gesamte Geschichte des Sonnensystems nicht konstant. Also es ist so, dass es Migration von Planeten gibt, also die ihre Abstände zur Sonne ändern können durch Drehimpulsaustausch mit den anderen. Also es ist komplizierter, als es Kepler so einfach modelliert hat zu seiner Zeit. Ja, danke. Das war jetzt, ich hoffe, das war jetzt auch für den Herrn Schöffel eine ausführliche Erklärung. Aber danke, das ist tatsächlich etwas, was mich jetzt auch interessiert, weil ich glaube, das habe ich in der Schule schon meiner Physiklehrerin gefragt. Mhm. Ich glaube, da haben wir wieder was gelernt. Eine weitere Frage, das sind, glaube ich, ein paar Sachen, die auch mich betreffen. Der Herr Leupertinger hat eine recht allgemeine Frage gestellt, nämlich ob die Wissenschaft etwas über das menschliche Selbstverständnis aussagen kann. Ich denke, dass hier mit Wissenschaft wohl Naturwissenschaft gemeint ist, weil es gibt sehr viele Wissenschaften, würde ich da jetzt einmal ad hoc drauf sagen. Ich glaube, die Naturwissenschaft sagt nichts über das menschliche Selbstverständnis aus, sondern es trägt bei, dass es sich formt. Ja. Das ist ein Umweltreiz, würde ich mal sagen. Ein Umweltreiz für das Individuum. Und anhand dieser Reize aus der Umgebung, die auch die Wissenschaft zur Verfügung steht, verändert sich natürlich das menschliche Selbstverständnis. Ganz klar, jede Erfahrung, die man mit der Welt macht, tut das. Und Wissenschaft versucht, systematisiert Erfahrungen mit der Welt zu machen, ne? Und diese Erfahrungen auch weiterzugeben. So gesehen gibt es diese Wechselwirkung natürlich. Aber wir produzieren weder Weltbilder in diesem Selbstverständnis sind, noch das Selbstverständnis selbst. Ja, ich meine, also ich würde da vielleicht noch hinzufügen, dass das, glaube ich, schon so ist, dass also rein wissenschaftlich gesprochen, dass die Naturwissenschaften, vielleicht weniger die Astrophysik, aber durchaus andere Naturwissenschaften ja auch immer in einem ganz komplexen Wechselverhältnis zu den Gesellschaften, in denen sie stattfinden. Also allein ist mal hart gesprochen, sozusagen, wie viel Geld man für Forschungsförderung hat, determiniert nachher vielleicht sehr stark, natürlich, welche Art von Forschung man fördert, determiniert vielleicht dann am Ende sehr stark, mit welchem Weltbild man rauskommt. Ja, das ist ein bisschen ein was, Henne-Ei-Problem. Ne? Das kann sich natürlich gegenseitig beeinflussen. Klarerweise, ne? Wenn die Wissenschaft was Spannendes rausfindet, dann steckt man da auch vielleicht mehr Geld rein oder so. Also das beeinflusst sich auch gegenseitig natürlich.